Nächster Tipp: Wann und warum brauche ich einen Ölkühler? Dieser Tipp geht an alle Nissan 350 und 370Z-Fahrer. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Ölkühlung, Motorölkühlung, wohlgemerkt im Z. Erstmal möchten wir mit Gerüchten aufräumen, und zwar, dass der Z einen Ölkühler serienmäßig hat. Ja, viele, die in die Front reinschauen von ihrem Fahrzeug, sehen eine kleine Schlaufe mit Kühlrippen und denken, oh, das ist mein Motorölkühler. Den seht ihr jetzt hier mal auch eingeblendet. Das ist nicht der Motorölkühler, das ist der Servokühler. Ja? Das heißt also, das ist der Kühlkreislauf für die Servolenkung. Der Z hat tatsächlich einen Ölkühler. Ich nenne es immer Wärmetauscher. Den habe ich auch hier mal hingelegt. Der sieht so aus. Ja? Kurz zur Funktion. Hier strömt Kühlwasser durch. Und hier strömt dann quasi das Öl durch. Ja, das heißt, also hier sitzt der Ölfilter und die Seite sitzt am Motorblock. Wir kühlen quasi im schlimmsten Fall, ich sage jetzt mal 110 Grad heißes Öl mit 90 Grad heißem Wasser runter. Bedingt effektiv, möchte ich mal sagen. Und das geht natürlich besser. Beim 370Z habt ihr natürlich die Möglichkeit, auf der Öltemperaturanzeige die Temperatur abzulesen. Alle 370Z-Fahrer freuen sich über dieses Feature. Alle 350Z-Fahrer ärgern sich, dass sie dieses Feature nicht haben. Ich persönlich sage immer, kommt ihr über 120 Grad, braucht ihr einen Ölkühler. Kommt ihr nicht auf 120 Grad Öltemperatur, braucht ihr keinen Ölkühler. Also es kommt immer darauf an, wie ihr fahrt und wo ihr fahrt. Ja, also zum Beispiel in heißen Regionen oder auf der Rennstrecke oder im Drift oder sonst irgendwas. Und da kann es schon mal passieren, dass ihr auf über 120 Grad Öltemperatur kommt. Passiert das im 370Z und ihr erreicht 125, 130 Grad, über 130 Grad Öltemperatur, geht der Motor in den Notlauf. Das heißt, ihr könnt nur noch bis 4000 Umdrehungen drehen. Der Motor nimmt nur noch schlecht Gas an, also verzögert halt und reduziert massiv die Leistung. Ja, das ist quasi eine Schutzfunktion. Wenn das Öl wieder abgekühlt ist, dann habt ihr wieder volle Leistung, ihr müsst nichts machen. Ja, das heißt einfach Motor neu starten, bumm, alles wieder da. Müssen wir auch mal auf die Temperaturanzeige schauen, ob die Öltemperatur wieder im Normbereich ist. Wenn das der Fall ist, hat der Motor wieder volle Leistung. Ganz einfach Schutzfunktion. Ihr solltet allerdings, kleiner Tipp, wenn das Öl mal so heiß geworden ist, recht kurzfristig einen Ölwechsel durchführen, ja, weil einfach das Öl verbrannt sein kann und auch die Additive und die Schmierwirkung nicht mehr so effektiv ist wie Öl, was im Normtemperaturbereich war. So, beim 350Z ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ihr habt ja nur eine Öldruckanzeige. Einige haben eine Öltemperaturanzeige nachgerüstet. Ich sage immer, macht es abhängig einfach, wenn es schnell gehen soll, vom Einsatzbereich. Fahrt ihr Rennstrecke, Drift oder sehr zügig bei hohen Drehzahlen die Landstraße, dann baut euch einen Ölkühler ein. Ist nicht schädlich für den Motor, tut dem richtig gut. Zusätzliches Ölvolumen und deutlich effektivere Kühlwirkung. Ja? Das heißt, wir kühlen natürlich mit der angeströmten Luft das Öl runter über ein klassisches Radiatorsystem. Und dadurch haben wir eine deutlich effektivere Kühlleistung als mit diesem System hier. Vorteile und Nachteile von beiden Systemen. Bei dem System ist natürlich der Vorteil, weil Kühlwasser natürlich schneller warm wird als das Öl, dass Motoröl schneller auf Betriebstemperatur ist. Nachteil ist natürlich, dass wir nach oben raus ein Limit haben, weil die Kühlwirkung einfach nicht da ist. Bei dem System braucht das Motoröl etwas länger, um auf Betriebstemperatur zu kommen, ist aber oben raus deutlich effektiver in der Kühlleistung. Wir haben natürlich jetzt hier beim Mishimoto Kühler ein System mit Thermostat, was die Warmlaufphase quasi ein bisschen reduziert. Das heißt, die Betriebstemperatur wird schneller erreicht bei dem System als bei einem System ohne Thermostat. Das sieht man jetzt hier, das ist halt diese schwarze Schraube, die hier drin steckt mit dem Federsystem. Da ist ein kleines Wachs in so einer Pille drin, nennt sich das. Wenn das warm wird, schmilzt das quasi, also wird weich und drückt quasi die Feder dagegen. Und damit geht halt im oberen Bereich, in dem oberen Loch quasi hier, der Rücklauf auf, und damit geht dann halt das Öl komplett im vollen Querschnitt durch den Ölkühler und hat damit maximale Kühlwirkung. Ja, das System liegt grob bei 580 bis 600 Euro je nach Fahrzeug, ist schon recht hochwertig gearbeitet. Ihr habt bei Mishimoto lebenslange Garantie, ihr habt Dash 10 Anschlüsse dabei, astreine Verarbeitung auch mit Halter und mit Stahlflexleitung und. Genauere Informationen findet ihr im Shop. Den Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns über ein Like und teilt das Video fleißig. Ansonsten verbleibe ich erstmal bis zum nächsten Tipp. Bis dahin.